Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. So, in der letzten Folge haben wir wieder ordentlich gefloppt. Ich meine natürlich eine erfolgreiche Mission durchgeführt. Das, was wir klauen wollten, ist irgendwo im Nirgendwo gelandet. Wunderschön. Volle Kanne versaut, würde ich sagen. So, Richards Majestics war natürlich eine richtig gute Investition, sehe ich hier gerade. Ich glaube, das können wir verkaufen. Das ist immer ultra flop. Das ist mal richtig schlecht gelaufen. Da haben wir wohl nicht wirklich Gewinn gemacht, eher Verlust. Ich glaube, so 2.000, 3.000 Dollar war es auf jeden Fall. Aber beim Burger Shot haben wir ordentlich Gewinn gemacht. Wenn ich die jetzt verkaufe, wie viel Gewinn wäre das denn dann insgesamt? Naja, ich sag mal, haben und nicht haben, ne? Aber ich glaube, ich behalte die Aktien erstmal noch. Ich switch jetzt nur mal ganz kurz auf Frank, auf Michael, weil ich glaube, dass der auch welche hatte. Und wenn Franklin sogar vielleicht noch mehr hat. Also mit irgendwem habe ich noch Burger Shot Aktien gekauft. Ich weiß nur nicht mehr mit wem. Kleinen Moment. Wir prüfen dieses. Also ich werde halt auf jeden Fall mit Trevor noch ein bisschen draußen bleiben in den Sandy Shores. Und vielleicht nochmal jagen gehen oder hier eine Freak-Mission haben wir, glaube ich, noch. Die machen wir dann noch. Man, I'm drunk. But shit, I ain't getting drunker. Ja, richtig. Du hast es erkannt. Ich habe von deinen Fahrkünsten gehört. Ja, komm, Herausforderung am Flughafen. Ist schön für dich. Habe jetzt keine Zeit für, Mann, Alter. Zeit ist Geld und ich habe beides nicht. Nee, ernsthaft. Aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit zum Aufnehmen. Das ist doch schon mal was. So, nee, da läuft nicht viel. Ich glaube, ich habe mit ihm eh keine Kohle mehr. Na, ein bisschen was. Ich habe ja schließlich die Los Santos Customs gekauft. Diese Tuning-Firma, ihr wisst schon. Die da so... Tunen halt. Und so. Dieser Pimp My Ride Verschnitt. So, ich würde gern... Ja. Copyright, hurra. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Folge so online kriege. Toll gemacht, Michael. Echt toll. Ganz, ganz toll. Oh, wow. Ich habe nur Scheiße gekauft. Geil. Das ist aber richtig cool. Alle verkaufen. So, holen wir uns das Geld wieder. Wieder was verloren. Cool. Ist mal richtig gut. So, wie sieht's denn auf dem Markt? Märkte. Ne, Startseite erstmal schauen. Na, mein Fuß, mein Fuß. Aber, also, aber, also, ne? Zumindest ein paar Mal aufs Auto schießen. So. Hey Dad, wie geht's? Es ist echt komisch, dir so zu schreiben. Das ist voll 90er. E-Mail. Wow. Ja, freut mich. Kein Bock auf dich, Alte. Schlimmste Tochter, die man sich wünschen kann. So, Krapea also, sagst du, ja? Und was ist das hier? Oh Mann, ey. Ein bisschen Kohle würde mir echt gut tun. Also mit Michael zumindest. Wie wäre es, wenn wir jetzt so ein bisschen... Ich riskiere es nochmal. Einfach alles reinhauen. Und dann alles oder nichts, würde ich sagen. Weil der ist jetzt bisher nur minimal gestiegen. Vielleicht haben wir ja Glück. Alles klar. So, dann switchen wir erstmal auf Trevor zurück. Das, was ich eigentlich machen wollte heute. Nämlich irgendwas rumeiern mit dem. Schätze, du solltest wissen, ich habe Gefühle für Patricia. Wir kümmern uns auf diese Weise oder um jene Weise um Madrazo. Unsere Liebe ist die wundervolle Blume, die aus der Scheiße wächst. Oh, sehr romantisch. Ja, Trevor, du bist ein Romantiker auf jeden Fall. Du hast raus. So, dann gehen wir noch wieder zu unserem Casanova. Hillbilly Casanova, wohlgemerkt. Wieso lümmelt der eigentlich auf der anderen Seite vom See rum? Gibt's sowas? Smells like home. Du meinst nach Kuhscheiße, Kotze, Bier und Drogen? Wunderschön hier. Auf alle Fälle. Also das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, wir gehen jetzt... Wie ich so voll lange überlege bei meinen Sätzen, ne? Damit es so aussieht oder damit es sich so anhört, als würde ich hier, keine Ahnung, vielleicht irgendwas Schlaues sagen. Wir fahren jetzt zu dem Freak-Dings da. Vielleicht kriegen wir jetzt den nächsten Kopfgeldjäger-Auftrag oder wie das heißt. Und da kriegt man wohl eine Belohnung, wenn man die außer Gefecht setzt.
Was? Ich habe Patricia in deinem Wohnwagen einen Kuchen dagelassen. Es freut mich, dass du mit einer wunderschönen Frau sesshaft geworden bist. Ja, genau. Was wird das wohl sein für ein Kuchen? Hundekuchen? Es ist Klitus, verdammt. Was denn sonst? Na, dann wollen wir doch mal. Bestimmt wieder die alte mit den komischen Aufträgen da, wo wir wieder auf der Karte suchen müssen, wie das Gebiet aussieht. Sprich, irgendwann in 2 Monaten oder so mache ich das dann mal. So wie letztes Mal halt auch. Miep. Go, 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 Geronimo! Und so. So, hier geht's weiter, bin ich mal gespannt. Aber mir fällt ein, ich könnte ja mit Trevor eigentlich auch ein bisschen was in Aktien stecken, wenn ich schon dabei bin. Bisher hat das irgendwie noch nie wirklich funktioniert, aber vielleicht ja jetzt. So, wie hießen die komischen Aktien da? Das war irgendein ganz komischer Name. Krapea. Versuchen wir es halt. So schnell können die ja wohl kaum fallen in kurzer Zeit, oder? Außer das ist ein totales Chaos, dass irgendwie der Geschäftsführer in die Luft gesprengt wird. Oh, das haben wir, glaube ich, schon verursacht. Das war toll. Wenn ich jetzt das verkaufen würde... Wow, so viel gleich. Okay, machen wir gleich. Beim Burger Shot. Wenn ich die alle verkaufe... $4,000 Gewinn. Na komm. Was? Hä? Was geht? Was ist jetzt los? Komischer Funkspruch. Okay. Verstehe ich nicht. So, was sind das für Freaks hier? Polizisten oder was? Heimatschutz. Was? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. Das sind Russen. Ты под гражданским арестом, ты понял? Америка страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты припёрся. What? Very good, real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a... training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Ah, yeah. Wait. My Patriot meter's going off. Ach du Scheiße. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Was für ein Scheiß. Kann kein Russisch. Geh zu den Verdächtigen. Alter, sogar mit. Oh mein Gott. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Wow. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers... cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, let's just call it sexual weakness in his younger days. What? Now he's a happily married man with 3 children, and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil border patrol trial... Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor.
Is there any place in the world I'd rather be than drunk as a skunk at the Alamo Sea? I said to the wife, bitch, I'm going out for a snack. So, dann gucken wir noch mal, wo die Illegalen sind. Wo sind die Einwanderer? Mann, wieso kann der Typ eigentlich nur Russisch? Was habe ich? Hausverbot. Inklusive uns. Was denn? Oh, 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 oh. Was, eine Band? Oh, das ist eine ganz heftige. Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Ja, natürlich. Oh mein Gott, Mariachi-Sänger. La Cucaracha, La Cucaracha. Nein! Hey, I ain't being zealous about this. America is for Americans. And that's why they call it, yeah, you know, America. Мерка. From young Joseph here. А я единственный, кто думает, что этот идиот звучит как канадец. Yeah, that's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. You know... Oh ja, das kann ja nur gut sein, amerikanisiert zu werden. Some little sissy bullfighter now, do you? No. You might want to tell him not to salute with a straight arm. Ausgestreckter Aufsalutieren, alles klar, ich weiß, worauf das hinaus soll. Nein! Was ist denn das für eine scheiß Mission, ey? Boah, wieso fahren Mariachi-Sänger mitten durch die Wüste, ey? Was soll das? Undesirables are trafficking illegal guns into our very, very peaceful country. Now who would need a thing like that? Ja, richtig, Trevor jedenfalls nicht. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Okay, okay, okay. Liberal. What are you doing, man? Тебе смелости не хватит. Dios mio. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Oh, very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Okay. Lass mich raten, ich fahre. Was? Ja, ich fühle mich auch gleich sicherer. Ich fasse zusammen. Der Heimatschutz besteht aus einem Verrückten und einem Russen, der tut, als wäre Amerikaner. Wir haben gerade zwei Mariachis gejagt. Einfach nur, weil es Mariachis sind. Und ach, zum Henker. Manche Dinge versteht man besser nicht. Vielleicht will man sie gar nicht verstehen. Gucken wir mal, ob die Karre noch fährt. Oh, 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 oh. You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. And frankly, neither do I. I will find you. Okay. Well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Ja, natürlich. Das könnte lustig werden, wenn der doch irgendwann mal auftaucht. Bis es soweit ist, machen wir einfach so weiter. Aber ich finde den Taser übelst lustig. Boah, Alter. Cooles Teil. Damit kann man sicher viel Blödsinn machen. Warum hatte ich denn nicht schon früher? Komm, wir tasen jetzt einfach mal irgendwen. Oh ne, nicht die Katze. Die Katze nicht. Was ist das hier? Magic Mushrooms oder was? Ach du Scheiße, wo bin ich hier wieder gelandet? Achso, Aktien gucken. Ob sich schon was getan hat, wahrscheinlich nicht. Oh, doch so viel. Null, geil. Hat sich ja schon mal richtig fett gelohnt. Ja, was machen wir denn jetzt noch hier? Stehen mitten in der Pampa rum. Ich meine, das ist schon cool und so, aber... ja. Ach, wir tasen jetzt einfach irgendwen. Einfach nur, weil wir es können. Muss doch irgendwo eine Stelle geben, wo die Leute auch rumlaufen. Äh.
Der Gartenzwerg sieht aus, als würde ein Arsch raushängen. Oh, es liegt daran, dass er einen Arsch raushängt. Okay. Ja, ich weiß, alles für einen Arsch hier. Cool, ich will auch einen Gartenzwerg, der die Hose runterzieht. Wieso habe ich sowas nicht? So, Freunde. Du da. Du siehst aus, als würde es keinen stören, wenn du geschockt wirst. Go fuck yourself. Lustig. Gibt's hier zufällig irgendwas zu holen? Selbstverständlich nicht. So, wir tasen noch ein paar Leute und dann ist gut für heute. Boah, das ist ja lustig. Ich muss die Waffe jetzt öfter einsetzen. Was passiert, wenn ich ein Auto schocke? Also, so auf den Reifen oder so? Oder durch die Tür durch? Nee. Haha, Party Time! Okay, aber irgendwie funktioniert das so nicht. Das war einer, wer schreit denn da so? Den holen wir uns jetzt. Komm, du kleiner Schreihals, wo bist du? Na? Ich krieg dich. Wo bist du? Bist du hier? Nein. Na, das war natürlich geplant. Geiler Stunt, also. Episch. Bräuchte man so ein Rewind und so eine Slow Motion dafür. Das sah übelst abgefuckt aus. Meine Fresse, war das cool. Ja, aber zum Ernst, wo ist der Schrei heißt? Der etwa weggerannt. Oh, voll auf die Klöten. Aua. Okay, ich sollte das besser lassen. Nur für den Fall, dass Trevor vorhat, Nachwuchs zu kriegen. Was durchaus passieren könnte, wenn er Patricia noch länger gefangen hält. So, wen haben wir denn hier? Ihr zwei Hippies, ihr seid doch so perfekte Zielscheiben, oder? Boah, Alter! Oh, scheiße, ich habe aus Versehen eine Granate geworfen, glaube ich. Das war eine Granate, die hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, ja. Wer schießt da? Ach, du schießt da. Na, ist vielleicht nicht so gut, aber was soll's. Ich habe einfach mein Bestes versucht. Ich weiß nicht, die verstehen meinen Humor, glaube ich nicht. Liegt's daran? Rede ich so undeutlich? Was ist denn schon dabei? Bisschen Elektroschock. Wo ist das Problem? Ich versteh's nicht. Jetzt kommt gleich die Cops. Ja, ja, klar. Ist klar, Leute. Alle auf den Kleinen. Mit dem runden Kopf. Oh! Wo denn? Da! So, und weg hier. Los, fahr, 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 fahr! Andiamo! Puta! Ah, ne, das war was anderes. Hauptsache weg hier! Oh, shit! Boah! Komm schon! Boah, also die Kiste ist echt cool, ne? Aber... Heilige Macaroni. Ich glaube, ich fahre in den Tunnel rein. Wenn natürlich jetzt ein Zug entgegenkommt, bin ich am Arsch, aber... Ah, es kommt kein Zug entgegen. Sehr schön! Ich glaube, die wehrt mal los. So, spontan Schlenker, verdammte Scheiße. Das war keine gute Idee. Lass mich in Ruhe! Ich bin T-Rever! Verdammt nochmal. Nicht zu verwechseln mit Trevor, das ist jemand anders. Ja, ja. Ich würde sagen, für die nächste Folge machen wir nochmal ein bisschen Waffenschmuggel. Wir machen vielleicht noch ein, zwei Runden Elchjagd und dann gucken wir mal, was wir da für eine neue Mission haben. Vielleicht bringt die ja ein bisschen Geld ein. Ich meine, die $500 waren jetzt nett gemeint von diesen komischen Patriotenfreaks, aber... Ja, die bringen mir auch nicht weiter. Die werde ich wahrscheinlich bei meinem jüngsten Aktiengeschäft wieder verzockt haben. Somit kommt da gar nichts mehr raus. Jetzt könnt ihr mich mal endlich in Ruhe lassen. Lasst mich in Ruhe, ihr Pischer. Oh mein Gott. Das sah auch ungesund aus. Na komm schon.
Tempo! Ich meine nicht das Taschentuch. Cinematic Cam, ole! Sieht übelst cool aus, aber wow! Kaktus. Ach, man kann Kakteen zerstören? Das wusste ich noch gar nicht. Seht ihr, nur so findet man sowas raus. Deswegen ist es sehr gut, dass ich diesen seltsamen Fahrstil weiterhin pflege. Boah, Alter, fick dich. Rex-Helikopter, ey. Rex-Heli! So, und jetzt guck mal, wie du weiterfliegst, du Wichser. Ja, genau. Lass mich in Ruhe, Mann. So, jetzt dürfte ich es eigentlich packen. Weil hier kommen die ja jetzt nicht unbedingt hoch auf den Hügel. Den Heli bin ich los. Und ich bin der König der Welt. Naja, es ist eine ziemlich abgefuckte Welt, aber hey. König oder nicht König? Man nimmt jedes Angebot an. Oh, scheiße, mein Auto macht Breakdance. Oh, wenn du sowas gezielt machen willst, funktioniert das auch nicht. Könnte ich jetzt mal meine Ruhe haben? Ich möchte die Folge gerne beenden. Naja, heute wird eh nichts mehr passieren. Also, wenn das nicht mehr interessiert, wie ich hier episch vor den Polizisten flüchte, den sage ich dann jetzt schon mal Tschüss. Oh, es ist soweit, alles klar. Dann sage ich jetzt offiziell Tschüss. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Schreibt mir was in die Kommentare und dann bis dann. Tschüss.